Sind die Turbulenzen, die wir derzeit erleben im Bankensystem, eine Art Iden des März unseres Finanzsystems? Die Älteren unter Ihnen kennen vielleicht noch diesen Begriff, die Iden des März. Damit ist gemeint ein bevorstehendes Unheil. Das ist eine Metapher, die es in sehr vielen Sprachen gibt in dieser Welt. Und das spielt an auf die bevorstehende Ermordung von Julius Caesar. Die Iden bedeutet die Monatsmitte, und Caesar wurde am 15. März ermordet, und viele angelsächsische Analysten sprechen bereits von The Ides of March struck again, und sie meinen damit praktisch eine Parallelität zu den Ereignissen in der Finanzkrise. Damals hatten wir im August 2007 schon mal eine Liquiditätskrise. Dann im März 2008 begann Bear Stearns zu kippen. Man musste dann aufgefangen werden, zwangsverkauft werden, so jetzt wie die Credit Suisse. Nur da war es JP Morgan, die für 2 Dollar die Bear Stearns übernehmen konnte, 2 Dollar pro Aktie. Und dann kam Lehman im September 2008, und ich erinnere mich noch sehr gut, als Lehman pleite ging, war das jetzt nicht gerade so ein Marktschocker, das hat man so hingenommen. Erst später, Wochen später, 1-2 Wochen später, kam dann plötzlich eben diese absolute Panik auf, weil eben die Liquidität zwischen Banken komplett austrocknete. Niemand traute mehr dem anderen innerhalb des Bankensystems. Und jetzt, und das ist der Unterschied, damals in der Finanzkrise war es eine Vertrauenskrise zwischen Banken. Jetzt haben wir im Prinzip eine eher klassische Situation, nämlich dass die Kunden der Bank nicht mehr vertrauen. Warum tun sie das? Weil sie eben sagen, erstens, ich kriege woanders bessere Zinsen, Mittelabflüsse, zweitens, weil eben sie sehen, wenn sie zum Beispiel jetzt nicht ein Konto haben, aber Aktionäre oder Inhaber nachrangiger Anleihen die einer Bank sind, dass sie dann eben praktisch ganz kalt enteignet werden könnten oder ihr Investment eben wertlos sind. Also wir haben sozusagen jetzt den Unterschied darin, dass wir das Vertrauen zwischen denjenigen, die Bankassets kaufen, wie eine Bankaktie oder nachrangige Anleihen, praktisch hier misstrauisch geworden sind. Damals waren nur die Banken untereinander. Ist das jetzt das Ende der Krise oder der Anfang von etwas Größerem? Das ist die große Frage, die man hier stellen muss. Also wird Caesar ermordet oder eben doch nicht? Eins ist klar, wie dieser Tweet hier unten zeigt: Wir haben 4 Billionen Stimulus, 4 Billionen Dollar Stimulus gedruckt. Jahrelang Nullzinsen gehabt, den Zins als Risikoparameter abgeschafft, dann praktisch Bonds und ETFs, manche sogar ETFs wie in Japan, Notenbanken, also haben massiv die Märkte manipuliert, wollten letztendlich Liquidität ins System führen, weil sie die Wirtschaft stimulieren wollten, damit praktisch die deflationären Tendenzen bekämpfen wollten. Und jetzt zahlen wir den Preis dafür, und die gute Janet Yellen hat, glaube ich, im Jahr 2017, Juni 2017 gesagt, also wir werden wahrscheinlich in unseren Lebzeiten keine Finanzkrise mehr erleben. Nun ja, es hat keine 6 Jahre gedauert, das war wirklich nicht die allerbeste Voraussage, die wir in den letzten 100 Jahren gesehen haben. Es hat keine 5 Jahre gedauert, 6 Jahre gedauert, und schon haben wir doch eine gewisse Bankenkrise, denn die Banken, ich hatte es gestern schon gezeigt, haben in einem Monat 1 Billion Dollar an Marktkapitalisierung verloren, die europäischen Banken. Und hier schauen wir mal in die USA. Hier sehen wir das Fed Discount Window massiv beansprucht, stärker beansprucht als in der Finanzkrise. Das bedeutet, dieses Fed Discount Window ist der allerletzte Anker für Banken, um Dollars zu bekommen. Es gibt noch einen vorletzten, dazu gleich mehr, aber das ist der allerletzte Backstop sozusagen, um irgendwie noch sich vor einer Pleite schützen zu können. Hier sehen wir, wie krass die Dinge nach oben gegangen sind. Aber dieses Geld, was die Banken sich da leihen, nämlich Dollars, das ist eben nicht free, sondern das ist verzinst mit 4,5-5%, je nachdem. Und das bedeutet, die Banken haben damit enorme Kosten, müssen sich das Geld also teurer reinholen. Sie müssten es dann, um überhaupt ein Geschäft zu machen, viel teurer nochmal verleihen an Kunden oder an Firmen. Das passiert in der Regel nicht. Das heißt, sie versuchen sozusagen, ihre Mittelabflüsse durch das Fed Discount Window zu kompensieren, was dazu führt, dass sie im Grunde kaum mehr Kredite vergeben werden. Hier sehen wir mal den Unterschied oder die Diskrepanz zwischen dem BIP in den USA und den Lending Standards, die sich jetzt weiter verschärfen werden, also den Kreditvergabestandards. Und hier warnt Mark Kolanovic,
der sagt, wir haben growing odds of a Minsky moment in markets. Minsky, ganz berühmter Ökonom, der eben solche spekulative Blasenentwicklungen beschrieben hat. Und hier zum Beispiel gibt es ja drei Stufen sozusagen, die dann zu diesem Minsky moment führen, nämlich dann, wenn wir sozusagen zu Ponzi Financing kommen, also praktisch zu Ponzi Systemen, zu Art Schneeballsystemen, die dann immer stärker sozusagen abweichen von der eigentlichen Wirtschaftsleistung, die im Grunde sich komplett entkoppeln von der Realität. Genau das haben wir ja ein Stück weit gesehen mit IPOs, mit Börsengängen von Unternehmen, die noch keinen Cent Umsatz gemacht haben, geschweige denn verdient haben. Interessanter Aspekt. Aber eins ist klar, es muss etwas passieren. Wir werden diese Bankenkrise nicht überwinden können, wenn nicht etwas passiert, was irgendwie die Anleger beruhigt, dass sie sagen, okay, ich bin hier in jedem Fall abgesichert. Jetzt gibt es ja das Versprechen hier bei einzelnen Banken, bei der Silicon Valley Bank, alle Guthaben sind gesichert. Das gilt aber nicht für alle Banken bisher. Und hier sagt jetzt ein Insider, also was wir machen müssten, wir müssten auf jeden Fall die Garantiesumme für alle Bankeinlagen erhöhen, ist ja derzeit bei $250.000, was für Firmen natürlich sehr wenig ist, größere Firmen, da ist $250.000 jetzt nicht gerade viel. Also das wird passieren müssen und siehe da, die FDIC untersucht jetzt, ob man alle $18 Billionen, die auf amerikanischen Banken liegen, ob man die in irgendeiner Form zumindest temporär etwa für 2 Jahre garantieren kann. Genau das ist die Forderung der mittelgroßen Banken in den USA. Nun gibt es einen Einlagensicherungsfonds, eben diesen FDIC. Oder von der FDIC, da sind mal eben 125 Milliarden drin und wir sprechen hier von 18 Billionen. Also das wird nicht reichen und das Grundproblem ist, dass wenn die Fed jetzt zum Beispiel morgen dann doch die Zinsen anheben sollte um 25 Basispunkte, dann sind wir bei 5%. Das bedeutet, dass dann eben diese Notleihen etwa über das Fed Discount Window praktisch teurer werden für diese Banken. Auf der anderen Seite wird es wohl die Fed sein, die das irgendwie garantieren muss, sicherstellen muss, dass dann diese 18 Billionen auch wirklich garantiert sind. Und hier sehen wir mal den vorletzten Backstop, sozusagen den vorletzten Ausweg vor diesem Fed Discount Window. Das ist das sogenannte Federal Home Loan Bank System. Das ist ein Zusammenschluss von 11 regionalen Banken unter staatlicher Aufsicht. Auch das wieder so typisch amerikanisch. Auch die Fed ist ja eigentlich nicht staatlich, sondern eigentlich ein Zusammenschluss von Banken, wenn man so will, aber mit staatlichem Auftrag. Also hier immer so diese Twitter-Stellung zwischen eigentlich irgendwie staatlich und doch wieder nicht. Doch wieder irgendwie privatwirtschaftlich. Und hier sehen wir das jetzt, wie Bloomberg meldet, in der letzten Woche $304 Milliarden hier abgerufen worden sind. Das heißt, wir haben nach wie vor richtige Liquiditätsprobleme im Bankensektor und zwar ganz heftige Probleme. Und viele haben ja gesagt, na siehst du, jetzt wird ja wieder Liquidität ins System geführt. Das stimmt in gewisser Weise, aber es ist sozusagen eine Art Stabilisierungsmechanismus. Quantitative Easing war der Versuch, der bewusste Versuch der Geldmengenausweitung durch Anleihekäufe etc., um dann letztendlich auch inflationäre Effekte zu erzeugen, stimulierende Effekte zu erzeugen. Das ist diesmal nicht der Fall und das sehen wir unter anderem daran, dass sich die Financial Conditions weiter straffen. Das zeigt, dass wir hier nicht im Prinzip einen wirklichen Stimulus sehen. Und wir sehen auch die Corporate Credit Spreads, also die Risikoaufschläge für Unternehmensanleihen sind nach oben gegangen. Hier sehen wir etwa mal Cash in Prozente von Total Assets, also das, was die Banken an Cash-Einlagen haben in Relation zu ihrer gesamten Bilanzsumme, wenn man so will. Es geht sowohl bei den großen Banken in den USA zurück, als auch bei den kleinen Banken. Und jetzt ist die Frage, was wird die Fed tun? Interessanterweise Kolanovic und JP Morgan hier mit einem Lenin-Zitat. Es gibt Dekaden, da passiert gar nichts und dann passiert in wenigen Wochen passieren ganze Dekaden. Und wir sind wohl in einer solchen oder in solchen Wochen, wo ganze Dekaden im Prinzip passieren. Hier sagt Kolanovic, ja, die Fed hat natürlich jetzt eine ziemlich heftige Aufgabe, Soft Landing praktisch ausgeschlossen, eben weil die Kreditkonditionen sich so stark verschärfen werden.
BlackRock sagt, wir bleiben untergewichtet in Aktien. Downgrade Credit, also praktisch Bonds, also vor allem Unternehmensanleihen, würden wir meiden und gehen in Short-Term Government Bonds. Da sagt man etwas, was ich auch genauso sehe. Die Fed wird jetzt nicht versuchen, das ganze Problem über Zinssenkungen zu lösen, sondern über Sondermaßnahmen, wie wir sie jetzt gesehen haben mit dem Dollar-Swap am Sonntag. Goldman Sachs dagegen sagt, wir erwarten, dass die Fed jetzt morgen eine Pause macht. Eine Pause, die Elon Musk fordert und noch viel mehr. Man sollte mindestens 50 Basispunkte die Zinsen senken, sagt der Elono. Und ja, dann würde seine Aktie natürlich wieder steigen. Also dieser Selbstbereicherungsmechanismus, da hat er natürlich ein Rieseninteresse daran, dass das auch passiert. Markets and Mayhem sagt, aber also wenn die Fed jetzt nicht die Zinsen anhebt oder sogar senkt, dann würde das zeigen, dass sie in Panik gerät. Aber es ist natürlich diese Zwickmühle, was tun, Banken retten oder in höhere Inflation riskieren, selbst wenn der Pivot kommt. Ich hatte diese Grafik immer wieder gezeigt, ist das nicht garantiert, dass wir es hier mit einem Bullenmarkt zu tun haben, aber auf jeden Fall ist die Kritik an der Fed größer geworden, die Inflation nicht hatte kommen sehen, dann sie verharmlost hat, um dann voll auf die Bremse zu treten, sodass dann die Bankenkrise eben daraus resultierte. Jetzt hat Biden gesagt, ich habe Vertrauen in Jerome Powell. Da sagt Sven Henry, Kiss of Death, Todeskuss. Und hier ein lustiger Tweet, wenn man sich selbst nutzlos fühlt, dann soll man sich immer daran erinnern, dass diese drei Menschen existieren. Das ist Gensler von der SEC, Paul und eben Janet Yellen, die uns 2017 versichert hat, dass überhaupt wir keine Finanzkrise mehr sehen können während unserer Lebzeiten. Und das angesichts eines Schuldenstandes, der sich ver-75-facht hat in 50 Jahren, nämlich zwischen 1971 und 2001 und der wahrscheinlich weiter explodiert, und das verträgt sich irgendwie nicht mit steigenden Zinsen. Deswegen haben wir letztendlich die Probleme, und gleichzeitig sehen wir, dass die Risikoprämien für Assets, also für Aktien vor allem, hier doch nach wie vor sehr, sehr gering sind, auch wenn die etwas höher geworden ist in letzter Zeit. Viele sagen, Aktien sind dann der ultimative Inflationsschutz. Da ist natürlich was dran, das sind Sachwerte. Das sehen wir aber vor allem in hochinflationären oder hyperinflationären Situationen wie in der Türkei oder wie in Venezuela oder auch Argentinien. Wir haben ja noch eine einigermaßen moderate Inflation, aber hier sehen wir unten mal, die Rezessionswahrscheinlichkeit steigt praktisch stündlich an. Und auf der anderen Seite, wenn wir von Aktien sprechen, sprechen wir natürlich auch von Bewertungen, und die sind ja nach wie vor sehr, sehr hoch, etwa bei den großen FANG-Aktien. Faktor 22, und das, obwohl Revenue Growth immer schlechter wird, jetzt praktisch nicht mehr vorhanden ist, also Umsatzwachstum sogar negativ wird, wenn wir uns jetzt mal die Märkte anschauen, immer vor allem auf Basis der US-Märkte, S&P 500, sehen wir, ja, da haben wir hier diese Wedge, die kann noch nach oben, bis sie dann an diese Trendlinie stößt. Wir haben jetzt zwei größere Widerstände auf Fibonacci-Niveau, 3976 und diese Bereichung 4020, 4021 beim S&P 500. Hier sehen wir den Nasdaq, der aus diesem kurzfristigeren Abwärtstrend ja rausgefallen ist, kann auch noch weiter steigen, würde dann oben im RSI-Chart von Ron Walker eine negative Divergenz bilden, auch in der Stochastik unten. Also, wenn da noch deutlich was nach oben kommt, dann denke ich, wäre man gut beraten, wenn man auf der Long-Seite ist, auch mal Gewinne mitzunehmen. Keine Gewinne haben dagegen Hedgefonds erzielt. Die Märkte haben sich ja verändert zwischen letztendlich einem Spätzyklus inflationären Wirtschaftswachstumsumfeld hin zu einer deflationären Bankenkrise. Und da haben sich vor allem Hedgefonds schwer verspekuliert. Der Hedgefonds-Index 5-Day-Return, so schlecht wie eigentlich noch nie. Die haben richtig auf die Mütze bekommen. Es bekommen viele auf die Mütze, die diese nachhaltigen Anleihen der Credit Suisse gehalten haben. Also es gibt viele Player, die jetzt doch ziemlich deutliche Verluste erlitten haben. Keine Verluste hat Bitcoin erlitten, und wieder, wenn dann Bitcoin gestiegen ist, dann heißt es, Fug, Mann, warum sprichst du nicht über den steigenden Bitcoin? Nun ja, Bitcoin ist ein Liquiditätsasset. Warum ist Bitcoin gestiegen? Nicht, weil die Banken Probleme haben und dann alle gedacht hätten, wow, Bitcoin ist das alternative Asset. Nein, weil man antizipiert hat, dass sozusagen Liquidität zur Verfügung
Verfügung gestellt wird. Und das hat die ganze Geschichte hier nach oben getrieben. Chart von Capital.com. Jetzt sind wir in den Indikatoren total überspannt, überkauft. Ich erwarte hier einen Rücksetzer und habe mich dementsprechend short positioniert in Bitcoin. Nicht nachmachen. Und abschließend noch zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Hier USA prüfen für Notfall Einlagensicherung für alle Bankeinlagen. Das wäre ein riesiger Schritt. Erste Artikelempfehlung und zweite Artikelempfehlung. Der Gaspreis, kaum einer hat es gemerkt, angesichts der Bankenkrise ist unter 40 Dollar gefallen. Die Gasspeicher füllen sich wieder, muss man sich mal vorstellen, im März. Also hier dieser massive Abverkauf, super interessante Informationen. Also zwei Artikel, die ich Ihnen anempfehlen möchte. Jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao.